Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Wieder bei Staffel 6. Jetzt sehen wir hier nochmal, ja, hier unten, wo letztens alles explodiert ist. Ich habe einfach Backup eingespielt. Deswegen habe ich mein Inventar wieder. Zum Glück und die Maschinen. Hier habe ich trotzdem noch die Gearbox genommen. Die Achievement da. Die kommt dann gleich wieder weg. Ich wollte euch nur zeigen, wie das funktioniert. Ich habe es eigentlich gleich aufgebaut wie vorhin. Jetzt ist nichts explodiert. Ich habe wieder geschaut. Ich habe keinen Fehler entdeckt, was ich gemacht habe. Deswegen, okay, keine Ahnung. Auf alle Fälle, wir haben hier die Gearbox, wie ich schon vorher gehabt, mit Labrikate drin. Die Bedrock Bohrer. Hinten die Industrial Coil. Das Einzige, was ich habe, wir haben Speed 4096 und 1024 Newtonmeter. Dann dreht sich die auch vorne. Und hier sieht man schon, er arbeitet den Bedrock von unten nach oben. Und hier sieht man Bedrock Slice. Da sieht man auch oben die Nummer. Ist jetzt eine andere Bedrocker Team und das ist einfach eine andere. Und dann arbeitet das schön langsam ab. Und der Bedrock Breaker, der kann vier Bedrock in vor sich arbeiten. Also arbeitet den ab, den, den und den. Mehr ist hier eh nicht. Also hier haben wir jetzt aber jede Menge Bedrock. Dank der Explosion. Diese können wir auch gleich mitnehmen, der Dark Iron Ingot. So. Was er aber nicht macht, nur den untersten Bedrock, den baut er nicht ab. Also habt ihr Flat Bedrock und mit einer Höhe baut er den nicht ab. Das einzige, was hier Factorization hat, hier unten ein Bedrock. Die letzte Schicht ist von Factorization. Kann man mit Factorization abbauen, aber sonst nicht. So, jetzt hat er ihn gleich weg. Man sieht, da oben ist Doppelpunkt 13 bis Doppelpunkt 16 geht's. 4,2 Megawatt Hammer und das Labrikan wird nicht verbraucht. Jetzt hoffen wir mal, dass der gleich fertig ist hier. So, 14, 2 noch. Aber können wir noch ein bisschen Rohstoffe farmen gehen? So, Platinum, Redstone. Also, ich würde nur zeigen, dass das doch klappt. Und wie gesagt, ich habe keinen Fehler entdeckt, was ich gemacht habe. Dass das Scheiß explodiert, weil ich habe das öfters getestet in Singleplayer und die Videos auch geguckt und da war jetzt ein Fehler meiner Meinung nach. Achievement. Ja, jetzt ist er fertig mit dem ersten. Jetzt muss man einfach Rechtsklick drauf und da ist er. Wir bekommen zwei Bedrock. Stimmt nicht ganz. Wir können noch mal Rechtsklick machen. Hat dann genau einen bekommen. Okay, man bekommt wirklich nur noch zwei. Normal müssten es vier sein, aber egal. Oder ist das schon wieder verschwunden, ey? Oder ist es wieder verschwunden? Ich habe nochmal nachgeschaut wegen der Coil, die verschwunden ist im Video. Verbrannt kann sie nicht sein. Die ist einfach so weg, als wäre sie irgendwie durchgefallen. Vielleicht hat gerade in dem Moment das Server geleckt oder was, keine Ahnung. Aber sollte eigentlich nicht verschwunden sein, weil das im Feuer kann sie normal nicht landen. Denn die kann normal nicht durch die Maschine durchfallen. Da habe ich extra getestet. Das klappt nicht. Was brauche ich nicht? Meinen dämlichen Kopf brauche ich nicht. Ich habe einen Rucksack da, da kann man den mal befüllen ein wenig. Ein bisschen was reintun, dann haben wir mehr Platz. Hier ist Gras gewachsen. Warum weiß keiner, aber ist so. Normal wächst der Gras nur, wo Sonne drauf scheint. Da scheint ja keine Sonne drauf. Naja, egal. Soll so sein. Wenn sie meinen, sie müssen, dann sollen sie es machen. So, so. Mörder wieder mit drauf. Zack. Osmium brauchen wir eh mehr. Ich habe noch nichts oben umgebaut, denn es hat mir keine Ruhe gelassen hier unten. Deswegen habe ich gleich hier unten weitergemacht. Jetzt hat es funktioniert und da wollte ich gleich ein Video machen, damit ihr seht, dass es funktioniert, dass ich keine Scheiße laber. Und dass ich eigentlich alles gleich gemacht habe wie am Anfang. Ich habe nichts anderes gemacht und das funktioniert. Und das ist komisch, Leute. Komisch ist das, wisst ihr das? Denn man baut es gleich und es funktioniert. Also muss das ein Bug vom Mod gewesen sein.
So, Stein, Galena, Galena. Stone. Kann man auch ein bisschen mit Weiler arbeiten, weil dann sieht man auch schön, ob noch irgendwo Galena ist oder alles Stein. In diesem Fall ist hier alles Stein, ein bisschen Licht und fertig. Bis der den Bedrock drüben fertig hat. Das kann ja ein bisschen dauern. Ah. So. Jetzt nehmen wir natürlich auch mit. Wenn wir hier wieder nur zwei Dust rauskommen, das ist dann extrem wenig. Ich hab's getestet. In der anderen Version. Oder beziehungsweise im Internet gesehen, da sind vier rausgekommen. Bei mir kommen nur zwei raus. Ha, auch eine dumme Sache. Okay, damit kann ich auch leben. Jetzt seht ihr, dass es funktioniert. Dann kann ich das ja offline weitermachen dann. Es geht ja nur immer darum, dass ihr seht, wie und was funktioniert. Und was nicht funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es nicht, dass man das irgendwie zusammenbauen kann. Das habe ich gemerkt. So, das nehmen wir auch noch mit. Bist du runtergefallen? Nee, habe ich aufgeklappt. Und irgendwann muss ich mir mal angewöhnen, neue Werkzeuge bauen. Also, ja, aus irgendeinem Mod, ein Drill oder so. Da werde ich wahrscheinlich den Pneumatic Drill bauen da. Von Tiny Chest. Der ist relativ einfach. Diamant, ein bisschen Eisen, Redstone-Kabel. Ja, kostet nicht viel was. Und funktioniert spitze, den wir bauen. Pneumatic Craft müssen wir dann auch noch ein bisschen anfangen. Da habe ich aber noch nicht viel dazu angeschaut. Ja. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich nicht so gut bin. Ich lerne den ganzen Mod erst und ich bin nicht so der Typ, der wirklich ja zuerst den ganzen Mod auswendig lernt und den Singleplayer baut und dann nachbaut. Nee. Ich teste das meist alles auf dem Server, wie man ja vielleicht auch erkannt hat. So, der ist jetzt fertig und jetzt klickt man eigentlich zweimal drauf und erhält auch nur wieder zwei. Man hat der Mod Entwickler hat auch ein bisschen was rumgespielt und weniger draus gemacht. Können wir mal gucken, für was wir den brauchen. Wir brauchen den zum Beispiel für diese Sticks, da brauchen wir vier. Für die Spiralen, ach du Kacke, da braucht man voll viel. Und man kann wieder Bedrock machen. Das ist auch cool. Wir brauchen die Sticks und die brauchen wir für hier für die CVT-Unit. Brauchen wir zwei Sticks. High-Water Gear, nee, brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Acht und wir kriegen raus. Wir kriegen vier raus und zwei brauchen wir, okay. Aus vier kriegen wir vier. Das heißt, ich werde hier noch die zwei Bedrocks abwarten dann. Dann haben wir acht Stück, ja. Das wird passen. Dann haben wir ein bisschen was auf der Seite. So, dann müssen wir... Oh. Hier nochmal gucken. Was ist da oben? Da sind Diamanten. Seht ihr das rechts oben? Da müssen wir rauf. Da sind Diamanten. Die holen wir uns natürlich. Die lassen wir hier nicht liegen. Upp. Zack, zack, da sind sie. Sie hat natürlich schön mit einer Glücksspitzhacke abbauen, aber haben wir ja nicht. So, mal gucken, ob hier hinten noch was versteckt ist. Bisschen Silber. Rohstoffe kann man nicht mal gebrauchen, da kann man nie genug haben. Und diese TVD, die werde ich offline craften. Und ja, dann werden wir sie wieder gemeinsam aufstellen. Da muss ich eh noch einiges vorcraften noch, da ist ja noch einiges zu tun hier. Mal Lichter machen, damit ihr auch was seht. Osmium ist immer gut. Bisschen Redstone brauchen wir auch. Oh, war da ein Creeper? Also nee, das war der Bohrer hier. Ich dachte schon, ich hatte schon Angst, dass der Creeper uns verfolgt. Ein paar Fire Shards. Eisen ist auch immer gut. Weil da kommt immer Eisen klauen. Da kann er noch ein bisschen mehr klauen.
Osmium und den Drill, ja, den werde ich auch offline bauen, denke mal. Und da gibt es auch noch eine deine Chest, wie heißt denn die? Charging Bench, da Buildcraft Charging Bench, die werde ich dann auch bauen und eine Batterie drin, ein Advanced Circuit, da ist nicht schwer. Und der können wir auch ganz normal mit, wie heißt das? Kurz überlegen. Mit Mechanismen, mit den Windrädern, die wir oben haben, bebauern. Das ist kein Problem, das funktioniert. Das kriegen wir schon zusammen, oder ich. Da werde ich das offline bauen, weil dann kann ich leichter meinen gehen. Da ist mir viel leichter als mit dieser Diamantspitzhacke da. So, zack. Weil die wird eh gleich kaputt gehen und dann habe ich wieder nichts und ich möchte nicht die Diamanten opfern alle. So, Freundchen, bist du bald fertig? 12. Lass mal den noch, diesen ein Stück da fertig machen. Komm her, ich hab dich. Ja, getroffen. Und dann werden wir die ganze Coil hier mal wegtun. Denn das ist ja die Ercheatete. Das ist als Ersatz für die, die ich verloren habe. Und ja, dann sehen wir das. So, hier kann man ein bisschen Licht machen. Aber jetzt gleich, zwei Stück noch. Zack. Oh, was ist denn da von unserer Fledermaus? Oh. So, eins noch und dann ist er weg. Genau, ein Pixel fehlt noch. Wenn man eine Minecraft-Textur wegspielen würde. Na komm, jetzt. Ne, man bekommt nur zwei, okay. So, abschalten, der Coil da muss weg. Die schmeißt man oben gleich in den Eimer. Gemeinsam schmeißt man die weg. So, wo bin ich denn hier runter? Hier habe ich mir runtergebaut. Da ist ja alles explodiert hier, ey. Mich neu runterbauen müssen. So, ein bisschen Licht. So, hier war der alte Weg wieder. Das passt dann. Rauf, 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 rauf. Na komm, essen und hüpfen kann er doch nicht. Dann muss er schlucken auch noch und alles zugleich, das geht gar nicht. So, und wieder hüpfen. Ich hoppel hier herum wie so ein Osterhase. Gibt's doch gar nicht. Na komm, komm, komm. Yeah. Was sagt hier die Energieversorgung eigentlich? 5,8 Megajoule schon. Cool, cool. Da haben wir schon einiges. So. Dann die Coil wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Das war nur als Ersatz für die andere. Zack. Und dann gehen wir gleich mal die andere messen, wie viel die hat. Nicht, dass die zu voll ist und explodiert. Wer weiß, wer weiß. Ja, 178 hat die erst. Das haben wir schon reingebaut, also alle Motoren sind in Betrieb, alle haben Wasser, das passt. Wir haben unser Backbook, das ist auch gut. Dann wollen wir hier mal ein bisschen uns das Sachen entledigen, die wir haben. Die Erze kommen hier nicht rein. So, den Helm können wir hier reinpacken. Die anderen Sachen aus. Ja, wobei haben wir die Erde auch hier rein, ist doch egal. Alles rein hier, so du. Du noch, du noch. Du noch, du noch, den Kopf. Der kommt hier dazu zum anderen. Und den Rest hier. Schmeißen wir auch noch hier rein. So. Zack, zack, zack. Bedrock Dust. So, die Kabel. Ja, das ist halt hier gedacht, hier draußen, weil ich die Windmühle hinter das Haus setzen will. Die werde ich wahrscheinlich hier hinten hinsetzen und ein Kabel reinlegen zu der Speicherzelle und von der Speicherzelle dann ganz einfach hier zu den Maschinen da. So. Zu der Factory hier, so, zu der und zu der. Wobei ich diesen Crusher auch noch upgraden werde. Den kann man upgraden auch zu einer Factory.
Und ja, der Quash hat jetzt ein Slot, die Basic Factory hat drei Slots und dann gibt's Advanced Factory hat, ich glaube, vier Slots. Und der Elite Factory hat, ich glaube, fünf, nee, mehr Slots. Also, und pro Slot kann man ein Item durchschmelzen oder durchmasserieren. Kann man zum Beispiel neun Items, glaube ich, maximal zugleich durchmasserieren. Neun Items. Und das ist etliches Mal schneller als wie mit jedem Furnace und Maserator, den es so normal gibt. Außer man hat natürlich einen Oberbauer drin, das ist klar, aber sagen mal, ist wahrscheinlich das schnellste, was wir hier im Mod bekamen. Ja, das schnellste. Schnellste Maserator und schnellste Ofen kann man damit machen. Mit den zwei. Nicht von einem Erz her gesehen, aber wenn man sagt, ein Stack reinhaut, ist er schneller als jeder andere mit dem Stack. So, dann können wir ja hier eigentlich auch schon die abbauen. Die abbauen und die abbauen und die Energiezelle hat jetzt, wenn man Shift hat, es dauert 6 Megajoule. So, die Windräder kann man die stacken, nein. Und die dachte ich mir eigentlich hier hinten so hingestellt. Kurz überlege, hier eine. Ah, okay, die dreht sich jetzt im Baum rein, da muss der Baum weg. Der Baum muss fallen. Der Baum muss fallen. Der Baum muss fallen. Genau. Ja, so auf den Seeblick raus, das passt. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ihr habt gesehen, es funktioniert jetzt. Und ich werde offline dann noch ein bisschen Bedrock machen, wenn die Coil hinten aufgeladen ist. Und ja, bis dann. Lasst ein Like, Abo da und ciao.